Ja, moin Leute, warum ich fünf Parts oder sechs Parts hintereinander aufnehme, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall der letzte Part, den ich für heute aufnehmen werde. Na gut, vielleicht. aber es wäre eigentlich gut, weil ich dann auch mal auf eure Kommentare vielleicht reagieren könnte, wenn ich es nicht in den, ja, Kommentaren selbst mache. Egal, Leute, es geht wieder weiter mit Matt und Chess. Sie sind gerade unterwegs zur Hütte und die haben da was Komisches gesehen. Und Matt hat mit einem Vogel geflirtet, also. Naja, falls ihr sie nicht gesehen habt oder verpasst habt, guckt sie euch einfach an. Oben ist ein i, da könnt ihr die Folge nachgucken. Ich bin ultra müde, ne? Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Parkour, Leute. Oh, Boo! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess? Jess! Och Gott! Och Gott! Nee! Sammy! Ach, Sam! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Was will ich sehen? Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Warum nicht? Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Was? Warmwasser? Ich bade kalt. Nee, ich dusche kalt, aber. Kalt baden, ja. Ich glaube, so in dieser Gegend. Glaub mir, das sind Käfer. Ich habe auch mal so ein Geräusch gehört, bis ich dann plötzlich einen Käfer gesehen habe. Seitdem weiß ich ja, Käfer sind nicht so nice. Müssen wir hier vielleicht hin? Oder was ist das hier überhaupt? Oh Gott. Ich glaube, das ist Hannas Schlafzimmer, weil der Schmetterling erinnert mich dran. Tattoo-Design? Ja. Das ist Hannas Tattoo. Daran erinnere ich mich noch. Das wurde ja so offensichtlich gezeigt, ne? Voll in die Kamera reingepresst. Ja, ich weiß nicht, ob wir das aufmachen sollen. Ja, scheiß drauf, komm. Frohe Weihnachten 2010, Schwesterchen. Hab dich lieb, Josh. Oh. So, was haben wir denn hier? Party. Liebe Henne, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Party. Hä? Aber das ist doch Joshs Bruder, oder? Okay. Oder habe ich was falsch verstanden? Um 19 Uhr am 13.07.2013 Kessa de Mike bei mir zu Hause. Um Antwort wird gebeten. Oder was ist das? Ja. Sie war schwer verliebt. Was ist denn da hinten? Och.
Weißt du, ich kann ja froh sein, dass meine Eltern nicht reich sind. Weil sonst hätte ich so eine gruselige Lodge da. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Ah. Der Lauftest. Okay. Interessant, aber wir müssen ein bisschen weiterkommen. Ich glaube, hier waren wir falsch. Ich will ja nicht alle Collectibles. Also finden wir einen Weg nach unten. Ja, wo geht's hier nach unten? Ich glaube, da geht's nicht nach unten. Ah ne, da geht's einmal. Oder doch? Komm schon. Was weißt du, wie lange er braucht? Ja, doch. Ich glaube, wir sollten lieber mal Decken suchen. Dann müssen wir mal. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Uhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Okay. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Erst im Keller. Ja, perfekt. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten. Chris ein bisschen. Oh, wir gehen mit Josh unterwegs. Der creepy Dude, der... Ja. Mit Sam. Vielleicht mit dir aus den beiden was. Wer weiß, wer weiß. Boah, Digga, diese Kamera, ne? Jetzt gibt's auch noch mal ein Kamerateil, komm. 3, 2, 1. Ah. Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Oh yeah. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein... traumatisches Erlebnis und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Okay. Aber meine Freundin zu mir, wenn ich einen Crush hab. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ja, ich glaube, die sind ich wollte nur sagen, also, Sam. Ach. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Ja. Spaß ist immer gut. Ach, Kamera. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Ja, gar nicht gruselig hier, ne? Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Umgucken.
macht der denn hier? Ist das deiner? Klar. Ja, ich habe früher immer mit Dad Baseball gespielt. Aber das war, bevor er keine Zeit mehr hatte, was mit mir zu machen. Ach, erzählst deinem Friseur, stimmt's? Okay, mal sehen, was ich mit diesem alten Heißwassergerät anstelle. Was hat denn das jetzt verändert? Hier verändert wirklich alles was. Hier, kannst du mal halten? Ja, natürlich. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Alter. Ah, jetzt kommt wieder wahrscheinlich so ein Nicht-Bewegen-Ding, ne? Bewege es nicht. Nicht schlecht. Okay, Scheiße. Eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Der Controller vibriert auch so, ne? Ach. Heavy Rain, ne? Gehen wir ja schon von da. Hochbomb. Oh, verdammt. Schon okay. Jetzt versuch's nochmal. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Das passt doch super. Da rechts war was. Okay. High five. Yeah. Digga, ich hätte es fast verpasst. Als ob das ein Quicktime-Event war. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Digga, dein Schuss. Lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Er lacht noch dabei. 30-0. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Und die anderen? Nein, 15. Oh, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Aha, hier geht's um Baseball. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Josh, du gefällst mir nicht. Wir sollten nachsehen. Meinst du, wir sollten nachsehen? Zur Zeit Schirm ist mir noch besser als alleine. Ich mache mich mal bereit für Quicktime-Events. Jetzt kommt der Killer. Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Wie sie sich an ihm hält. Und jetzt nicht mehr. Ah, da liegt er. Oh mein Gott! Oh Gott! Au! War das gerade Chris? Das klingt übelst nach Chris. Oh, komm schon! Wieso ist der abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Ja, das ist. Ja, es ist Chris, oder? Hey! Teufel! Ja! Ich hab's gewusst! Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Ich weiß schon den Titel für das Video hier heute. Der Killer ist da. Clickbait. Ich gebe
Okay, ja. Ein dummer kleiner Streich. Hier ist ziemlich viel Staub drin, ne? Das soll überall was Soggy machen. Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, Scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Oh. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay, okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Ciao. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Auf jeden Fall. Ich traue mich. Och. Ja. Schön, was du mir hier mitgebracht hast. Alle meine Ängste, ne? Wo ist die Spinne? Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Meinst du Corona? Hast du auch diese Furcht? Da ist die Spinne. Nö, eigentlich eher weniger. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Ja, Mitleid. Ich fühle Hass, Digga, what the fuck. Okay, also Mike hat Angst vor Isolation. Hast du Mitleid mit ihm? Ja. Das zeigt sich aber nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Nicht? Okay. Soll das was heißen, oder? Soll ich mehr Mitgefühl haben? Oh nee, was hast du? Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Loyalität ist ziemlich wichtig, aber ehrlich zu sein ist noch am wichtigsten. Weil wenn du nie die Wahrheit erzählst... Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Boah, Digga, keine Ahnung. Nächstenliebe, das ist das, dass man den anderen helft. Ach, keine Ahnung. Komm, hilf, Leute. Solch ein großzügiger Charakter. Hm. Wie schön. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wer hätte es gedacht? Wir sehen uns bald wieder. Ich bin froh, weißt du was? Nein, ich will dich nicht mehr sehen. Was ist mit deiner Wand passiert? Also mit deinem Fenster? Das sieht nicht mehr gut aus.